Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19 Bella Italia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir die erste Fuhre abgefahren. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare, die ihr geschrieben habt. Denn wir haben ja nach wie vor hier unseren Auftrag, den wir noch absolvieren müssen. Da haben wir jetzt 94% erreicht. Ihr habt auch viel geschrieben bezüglich, was denn dabei rauskommt. Es war so zwischen 4.500 und ja, so knapp 8.000 Liter, die übrig bleiben werden von unserem Auftrag auf Feld 17. Das hier ist unser Feld 1, wo wir Sojabohnen ausgesät haben. Da ist jetzt schon die nächste Wachstumsstufe hier auf unserem Feld. Ja, das heißt, Sojabohnen wachsen. Das benötigen wir ja für unsere Hühner, ne? Weil ihr seht ja hier Zuckerrüben, Karotten, müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Sojabohnen, Mais und Gerste. Vielleicht nehmen wir sogar einen Auftrag an, wo irgendwie so ein bisschen was übrig bleibt. Das hat ihr nämlich auch geschrieben. Und wir gehen jetzt einfach mal wieder rüber zu unserem Auftragsfeld. Wir müssen hier auch mal schauen, nicht, dass der Zug gleich kommt. Wir gucken mal kurz. Ne, kommt nicht. Da können wir hier ohne weiteres einmal über die Gleise laufen. Auch wenn man das in der Realität natürlich nicht machen würde, sondern eher den Bahnübergang nutzt. Und ihr seht schon, das Feld ist vorangeschritten. Ich bin zwischenzeitlich nochmal abgefahren. Und jetzt haben wir hier noch die letzte dementsprechende Spur. Und können dann in der heutigen Folge auch endlich den Auftrag abschließen. So, würde ich sagen, fahren wir mal los hier. Und werden die letzten 3, 4 Bahnen dann jetzt hier auch soweit abfahren. Mit unserem schönen, Hangdrescher. Da habt ihr auch nochmal viele, viele Beispiele geschrieben, dass fast jede Marke mittlerweile einen hat. Vielen Dank auch dafür, für euer Feedback. Ja, und da werden wir gleich mal gucken, was am Ende des Tages auf jeden Fall übrig bleibt und wie viel Geld wir dadurch noch erwirtschaften können. Ne, das ist auf jeden Fall eine Sache oder ein Feld, was auf jeden Fall lukrativ ist. Ich hatte ja auch gefragt, Straw Missions mit dabei, also Collect Straw Missions wäre auch noch eine Möglichkeit. Da verzichte ich erstmal drauf. Mit dem Feld pachten bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich überlege mir das doch mal, weil da waren auch viele, die geschrieben haben, yo, mach das, das lohnt sich. Müssen wir mal gucken. Muss ich mir mal durchrechnen. Ja, und ansonsten geht es auf jeden Fall auch in dieser Woche weiter hier mit der wunderschön Bella Italia. Vor 2 Tagen haben wir leider keine Folge, weil da habe ich es leider nicht geschafft, weil ich die Hofbergmann noch umgebaut habe auf die aktuelle Beta. Da gibt es auf jeden Fall jetzt auch schon die erste Folge. Die kam gestern. Da hatte ich euch die Aufzucht oder die Brutkästen vorgestellt, ne, für die Hühner oder für die Küken, besser gesagt. Und verlinke ich euch oben auch in der Infobox. Da könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Und wenn ihr natürlich hier nichts mehr verpassen wollt, ne, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer schön aktiviert oder informiert werdet, wenn ein neues Video erscheint. Joint auch gerne unser Discord. Ne, oder schaut, wie heute Abend, wenn ihr Lust habt, auch gerne mal auf Twitch vorbei. Nämlich da gibt es heute Abend wieder einen Livestream und zwar ab 20.30 Uhr wieder. Da legen wir los mit dem Feldversuch, die Insel-Challenge. Werden wir auch einiges machen heute. Ne, und auch in dieser Woche wieder am Donnerstag, sofern dann alle können, wird dann auch die große Challenge wieder stattfinden. Und am Samstag dann auch nochmal ALS im Livestream, am Donnerstag und Freitag um 19 Uhr. Und am Freitag haben wir natürlich auch wieder den Sim-Freitag. So, hier geht's auf jeden Fall los, dass wir jetzt hier die letzten Bahnen quasi abfahren. Ich fahre jetzt mal hier den etwas größeren Bereich. Huch. So. So, da können wir nämlich hier soweit weiterfahren. Oder wollen wir gleich mal gucken hier, der Auftrag. Schon bei 97%. Ich denke mal, wenn wir das abgeerntet haben, ist der Auftrag zu 100% abgeschlossen. Und können wir mal kurz gucken hier, wo wir denn dann für Hafer das meiste Geld bekommen. Desposito Gragano. Auf jeden Fall wäre das hier oben irgendwo. Da müssen wir dann nochmal hinfahren. Werden wir uns dann markieren und werden dann den überschüssigen Hafer dann auf jeden Fall auch verkaufen. Ne? Der eine oder andere hat auch geschrieben, vielleicht könnte man sich das hier unten sogar erlauben. Hier die Pferdezucht. Müssen wir mal gucken. Na, ich weiß noch nicht, weil 176.000 ist natürlich jede Menge Geld. Und ihr seht oben rechts, ja, Geld haben wir nicht. Das brauchen wir in der Regel. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da vorankommen. Wir wollen ja auch irgendwann auf den größeren Hof dann auch wechseln. Eierproduktion ist noch nicht so vorangeschritten, weil wir natürlich nicht alles gefüllt haben, ist klar. Ja, da müssen wir auch nochmal gucken, ob da schon ein paar Eier sind, die wir dann auch nach einer Zeit verkaufen können. Ne, Hühner ist ja so das Einfachste in der Regel, was man hier soweit machen kann mit. Ne? So, nehmen wir die Bahn auch noch mal mit. Huch. So, und fahren jetzt hier die... Ich denke mal, so 3 Bahnen werden wir noch haben.
die wir jetzt hier noch abfahren werden. Ja, und am kommenden Wochenende geht es auch wieder weiter mit der Farming Simulator League, also kurz genannt der FSL. Da wird wieder unser Team Manitou antreten. Wir treffen erneut zum dritten Male jetzt auf das Team Hörmann. Und im letzten Online-Turnier, im fünften, das ist jetzt das sechste, was am kommenden Wochenende stattfindet, war es ja so, dass wir die Top 8 erstmalig erreichen konnten. Ja, und dann auch uns auch die ersten jeweiligen Punkte gesichert haben für unser Punktekonto zur Qualifikation der WM. Oben rechts seht ihr Lohndienstleistung abgeschlossen und ein bisschen wird auf jeden Fall noch was übrig bleiben und da greifen wir wieder an. Wir spielen am Samstag um 13 Uhr. Ob das Spiel übertragen wird, steht aktuell noch nicht fest. Die bisherigen zwei Begegnungen konnte auf jeden Fall das Team Hörmann für sich entscheiden. Wir haben allerdings fleißig trainiert. Ne, auch mit unserem neuen Trainingspartner, und zwar Astragon, mit dem wir sehr viel trainieren aktuell in letzter Zeit. Da werde ich auf jeden Fall spielen, der Theo wird spielen und der Donnerkeil. Ne, Prodi ist ja aktuell leider verhindert. Grüße gehen raus, gute Besserung auf jeden Fall, lieber Prodax. Und da werden wir auf jeden Fall in einer neuen Runde wieder antreten. Ne, ob wir es dann schaffen, werdet ihr dann per Insta darüber informiert, ob wir dann auch den Sonntag wieder erreicht haben. Nämlich das passiert, wenn wir das Team Hörmann schlagen, ne? Jetzt müssen wir hier gleich nochmal so eine kleine Bahn abfahren. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. Ne? Wir haben fleißig trainiert und hoffen natürlich, dass wir da auch wieder punkten können. Ne? Das heißt, unter die Top 8 kommen und uns einen Schritt näher an der Weltmeisterschaft und so ein bisschen annähern. Ne? Die findet ja im November statt. Im Juni wird es kein Turnier geben. Ab Juli ist dann wieder ein weiteres Turnier geplant. Aber da verfolgt auch einfach unsere ganz normalen Kanäle, also von Prodax, von mir. Oder joint auch gerne in Discord, nämlich da bekommt ihr auch immer Infos, wann es dann dort weitergeht mit den nächsten Turnieren. Weil das steht aktuell noch nicht fest. So. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier noch die letzte Bahn. Und dann sind wir hier auch gleich fertig. Ja, war doch nicht so viel. Ich dachte, es wäre mehr gewesen, was übrig bleibt. Es werden aber wahrscheinlich nur, so 3.500 sein, wenn überhaupt. Aber 3.500 haben oder nicht, besser als gar nichts. Und wir bekommen ja noch das Geld von dem Auftrag. Das bekommen wir auch noch. Das sind auch nochmal 5.700 Euro, sodass wir da unser Konto auf jeden Fall so, ich denke mal, über die 30.000 schieben können. Und das ist, denke ich mal, schon ein guter, solider Wert, worauf man dann aufbauen kann. Und mal schauen, was wir dann beim nächsten Mal machen. Wir müssen auch immer wieder das Feld hier im Auge behalten, dass da auch kein Unkraut drauf ist. Ne? Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Gucken wir mal kurz, ob wir schon Unkraut drauf haben. Also aktuell noch nicht. Das passt soweit. So, jetzt können wir hier einmal den ganzen Spaß hier einmal ausschalten. Das Rohr ausklappen. Dann machen wir die Tür auf, dass wir hier aussteigen können. Und laufen mal rüber zu unserem Fiat. Nämlich der ist leer. Also viel kam da jetzt leider nicht bei rum. Den Auftrag kann ich soweit schon mal abschließen. Zack. Wir können dann auch später nochmal schauen, wo wir vielleicht noch so ein bisschen, welchen Auftrag wir als nächstes machen können. Schauen wir einfach mal. Jetzt werden wir das Fahrzeug noch einmal fix abtanken. Und werden das Ganze dann auch direkt verkaufen, weil einlagern lohnt sich jetzt nicht wirklich für Hafer, weil wir dafür jetzt noch keinen Nutzen haben. So, jetzt muss ich einmal kurz hier wieder in Richtung des Dreschers laufen, damit auch anfängt abzuladen. Ja, und dann sind wir soweit ready mit dem Feld, ne? Machen wir kurz einen Screenshot noch hier. Und der Tag neigt sich auch schon langsam dem Ende. Müssen wir einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir können ja mal hier in die Aufträge reinschauen. Was wir da haben, wir haben Transportaufträge, wir haben Düngeraufträge, da habt ihr auch geschrieben, sind lukrativ, aber bitte bedenke, du musst natürlich auch den eigenen Dünger kaufen. Das stimmt, wäre allerdings eine Möglichkeit. Ich guck mal gerade, was wir da haben. Kartoffeln brauchen die nicht, ne? Die brauchen Zuckerrüben und Karotten. Schauen wir mal. Dinkel, Gerste, Sonnenblumen, Zuckerrüben, guck mal hier, auf Feld 23. Das wäre vielleicht eine coole Sache. Da müssen wir uns allerdings wieder Geräte mieten. Ich denke, das wäre ein cooler Auftrag, oder? Was meint ihr? Zuckerrüben, Sojabohnen, Mais. Hier haben wir auch nochmal Zuckerrüben mit großen Maschinen. Ich will aber eher mit kleineren arbeiten, deswegen immer wahrscheinlich sowas hier. So, Feld 23, das ist das hier. Direkt im Zentrum neben dem großen Hof.
Ich glaube, das wäre eine coole Geschichte. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, ob wir diesen Auftrag hier annehmen sollen, weil mit dem großen Fahrzeug würde ich es eher ungern machen. Ne? Also mit dem großen Vollernter hier. Weil ich finde, der passt irgendwie nicht zur Map. Ne? Deswegen würde ich lieber hier den Auftrag nehmen. Ne? Da würden wir Zuckerrüben ernten. Da wird auf jeden Fall was übrig bleiben für unsere Tierchen hier. So, abgetankt sind wir. Und dann werden wir jetzt mal losfahren hier. Ich nehme jetzt mal den großen Weg hier. Einmal quer. Ich weiß, es ist nicht die Feldausfahrt. Aber das ist wohl der kürzeste Weg. Ihr habt auch geschrieben, wir sollen einen Tandem-Kipper nehmen. Vom Metaltech, weil der wohl kleiner ist und auch optisch besser dazu passen würde. Ich muss mir mal kurz angucken, wo denn da der Verkaufspunkt ist. Desposito Gargano. Wir setzen uns mal kurz die Markierung. Der ist da unten. Okay, da fahren wir jetzt einfach mal lang. Ich muss nochmal wieder den Verkehr, glaube ich, einschalten. Hatte ich vorhin mal eben kurz ausgeschaltet. So, fahren wir hier mal lang und werden dann jetzt gleich noch weitere Einnahmen erzielen. Ja, und dann schauen wir mal, wie viel Geld denn da übrig bleibt. Wir haben jetzt 3300 Liter. Das ist natürlich nicht viel vom Inhalt her. Dürfen so um die 5,8 sein vielleicht. Da vorne sehen wir die Markierung. Nutze ich eher eigentlich gar nicht, aber da ich mich auf der Karte jetzt noch nicht so gut auskenne, dachte ich mir, okay, komm, nehmen wir jetzt einfach mal hier diese Markierung. So, gerade hier bei uns am Hof vorbeigefahren. Ja, werden das Ganze dann auch gleich verkaufen. Und bezüglich nochmal auf die Pferde zurückzukommen, da ist es so, es macht, glaube ich, keinen Sinn, das zu kaufen, weil der Hof hier, Hof 2, der kostet zwar 400.000, das sind wir auch noch weit davon weg. Oder es wäre vielleicht cool, dass wir vielleicht Pferde machen und da uns dann ein paar Pferdchen holen und dafür sorgen, dass die halt gut versorgt sind, weil nach 10 Tagen bekommen wir ja den vollen Preis für die Pferde. Ne, das wäre pro Pferd 50.000, 5.000 kosten die in der Anschaffung. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal echt schauen hier. Ich fahre jetzt mal hier den großen Weg lang, oder? Nee, ich fahre hier runter am besten. Oder wo fahre ich am besten lang? Ich bin am überlegen. Nee, komm, wir fahren hier runter. Das geht, glaube ich, schneller. Schön hoch, schön über den Feldweg. Wieder hier durch die enge Passage. Also ich finde die Karte nach wie vor echt immer ein Highlight. Es macht sehr viel Spaß. Und, sorgt für, ja, ein schönes Ambiente. Nach wie vor. Zug haben wir keinen, deswegen können wir hier mal schnell drüber fahren. Auch das Kopfsteinpflaster hier sieht halt richtig, richtig gut aus. Und jetzt können wir, glaube ich, gleich hier vorne. Müssen wir mal gucken. Wie kommen wir denn da am besten hin? Aber wir müssen da hinten wieder hoch. Das heißt, wir müssen hier rechts. Ja, stand, glaube ich, da auch auf dem Schild. Und dann da irgendwo gleich links abbiegen, damit wir da auch weiterkommen. Oder ich hätte eigentlich auch oben bleiben können, glaube ich. Jetzt fahre ich den gleichen Weg wieder zurück, glaube ich. Oh, Mann. Auch diese Eisenbahnbrücke hier, ne, ist auch wirklich ein Highlight. Ah, ne, wir können hier links fahren. Sehr gut. Ja gut, ich glaube, wir wären da oben rausgekommen. Ja, hätte ich eigentlich gar nicht die Trasse fahren müssen. Jetzt fahren wir, glaube ich, bei diesem Holzschnitzelverarbeitung hier vorbei. Ah, und da vorne sehen wir schon den Verkaufspunkt. Müssen wir einmal auf die andere Seite. Okay. Hier ist die Holzverarbeitung. Da kann man auch Holz überladen. Das ist halt auch recht cool gestaltet. Man kann hier in das Fahrzeug einsteigen und das dann irgendwie noch so ein bisschen bedienen. Können wir mal die Markierung hier mal rausnehmen. Markierung löschen. Weil wir sehen ja hier vorne, dass wir da zu diesen Silos müssen. Und jetzt fahren wir dann hier über diese kleine schöne Trasse drüber. Über diese kleine schöne sehr schicke Brücke hier vorbei am Bahnhof. Huch. Oh. Ist hier eine Einbahnstraße? Eigentlich nicht, ne? Nee, aber die Fahrzeuge fahren hier sehr weit rechts. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und hier ist dann der Verkaufspunkt. Ah, guck mal. Ja, da sind wir dann angekommen. Verkaufen jetzt hier den ganzen Spaß. So. Bekommen wir noch ein bisschen Geld. Die 30.000 haben wir auf jeden Fall geknackt. Aber noch ein bisschen mehr. 6.400 Euro.
ist, denke ich mal, für den Auftrag schon mal ganz gut. Wir haben jetzt 35.000 auf unserem Konto. Mit dem lässt sich, denke ich mal, schon gut arbeiten. Bei dem Rübenauftrag wird, denke ich, das ein oder andere auch übrig bleiben. Wir können mal kurz hier anhalten und mal kurz hier bei dem jeweiligen Bahnhof da einmal uns das Ganze hier mal so ein bisschen anschauen. Machen wir den Motor aus und machen mal ein bisschen Sightseeing hier. Weil hier ist nämlich dieser schöne, schöne Bahnhof. Oh, da kommt auch gerade ein Zug. Da müssen wir mal kurz aufpassen. Und werden einfach mal hier auf den Zug warten. Der fährt nämlich gleich hier vorbei. Das ist hier... Ah, schön. Sogar mit Ansagen. Borgio Piccolo. Ja, das ist hier wohl der kleine Bahnhof, den wir da haben. Und da müsste jetzt gleich auch der Zug kommen. Man hört schon... Da vorne kommt da. Und fährt dann gleich durch. Ne, den können wir natürlich auch abfangen. Können auch reinspringen. Und da können wir Sachen auch schneller von A nach B bringen. Das werden wir auch mal in irgendeiner Folge machen. Sieht auf jeden Fall auch recht cool aus. Und können dann jetzt hier auch rüberlaufen, wenn der Zug gleich vorbeigefahren ist. Ist so ein richtig, idyllischer Bahnhof. Ne, gibt es auch noch so einen kleinen Parkplatz. Ne, da kann man hier auch noch langfahren. Ich finde das ganze Setting auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ne, hier haben wir eine Einbahnstraße, wo wir dann auch ein bisschen aufpassen müssen. So, wir laufen jetzt mal wieder rüber hier zu unserem Fahrzeug. Und fahren dann jetzt auf jeden Fall auch wieder zurück zu unserem Hof. Da fahren wir jetzt hier mal runter. Und werden dann mal eine kleine Schleife fahren. Ja, wie gesagt, sollen wir den Auftrag annehmen mit den Zuckerrüben? Schreibt es gerne rein. Wenn ihr weitere Meinungen habt, schreibt das auch gerne rein. Welchen Auftrag wir machen sollen. Ich finde den Zuckerrübenauftrag gar nicht so verkehrt. Denn wir brauchen ja Zuckerrüben. Und da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ach hier, lol. Man müsste auch Schilder lesen können. Weil hier ist nämlich eine Einbahnstraße. Da müssen wir nochmal drehen. Und, ach ja, wir müssen da auf die andere Seite zurück. Ja, da werden wir das machen, was ihr halt in den Kommentaren reingeschrieben habt. Ja, können auch Düngeraufträge sein. Schauen wir uns das einfach mal an. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es dann auch für heute wieder gewesen sein hier mit einer kleinen Folge zur Bella Italia Map. Beziehungsweise zur Italia Map im Projekt Bella Italia. So, hört sich's besser an. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und ich sag einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye, im Einbahnstraßenland, euer Homer, tschüss.